finish what we started. Oh yeah. You and I, we will survive. We'll walk through the devil's fire. Hello, buenos dias, welcome, one second, I check my microphone levels, hello Score, let me check my microphone levels, 50, it looks more. Test, test. Ah, much better. Okay. Yeah, Eric, it was going in the red. Let me show you this monitor. Here, when I talk, it should not get in the red. Minimal. Yes. So it's better. Okay. Skip the intro. This level to another one. GG. Let me look what we can raffle. I think we do this. Let's set up a code. Let's look, where is my script? We start with this. Okay. Script is running. Save. Let me look. Will we hit 285 follower on Zeta? Skip the song. Save. Okay, 3 predictions must be enough. Okay. Start with, yes, it's a tube. We start with a crate. I won this tube in other streamers giveaway and now it's winnable for you.
Okay. Oh, the mute button is so good when you sneezing or so. GG score. Great. Yeah, you are great. Let me push my graphic card to 100%. Ah, much better. Okay. Gelobt sei Jesus Christus. Euer Pfarrer ist offenbar ein ganz besonderer Geistlicher. Er ist recht geschickt mit dem Schwert. Wohl wahr. Er ist hart wie ein Nagel. Das hat er wohl kaum in einem Stift gelernt. Du weißt ja, wie es läuft. Die Adligen schicken ihn. Er wurde sicher, aber angeblich. Okay. Möge Gott über dich wachen. Da bitte sehr, auf gute Gesundheit. Let's check the quests. Eat some stuff. Okay. Liebesverben. Besuche Theresa, die Müllerin, am Vormittag. Wie spät ist denn das jetzt? Oh, spät. Reiten wir da mal hin. I know this song. Grind this mission. An der Straße kommt dir ein Pilger entgegen. Pilger? Hallo? Ich bin verletzt. Hilf mir. Bitte, Herr, hilfst du mir? Was ist dir widerfahren? Ich bin den ganzen Weg aus Kuttenberg gelaufen. Und zwar barfuß. Die Füße sind wund bis auf die Knochen. Eieiei. Hättest du nicht ein sauberes Stück Stoff für mich, guter Herr? Dann kann ich sie wenigstens verbinden. Ich schau mal, was ich habe. Zwei Verbände für zwei Füße. Danke, Herr, danke. Selten trifft man solch einen barmherzigen Samariter. Gott vergelt's dir. Jederzeit. Pass auf dich auf. Ich laufe hier auch zu Fuß. Code, Code. Yes, Code.
kann nicht länger schlafen. Jetzt, Skoa, where are you? Schwierig. Ein Barf. Sehr. Wait, I have a bone bite. Okay, let's wait. Warten wir noch eine Stunde. Du sitzt da wieder. Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? Na, wie geht's dir so? Ich denke immer zu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Und wohin willst du gehen? Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Attila, willkommen. Gehen wir. Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Der Smith. Einem Wettrennen. Der letzte ist eine Schnecke.
Natürlich lasse ich sie gewinnen. Das macht man ja so. Oder muss ich sie jetzt überholen? Nee. Das war spaßig. Setz dich zu mir, Heinrich. I have a feeling zum Bad Guys. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig. Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Hey, wake up. Ziggy, willkommen. Thanks for follow. Ach, es ist endloser Luxus. Geld, Bankette, wild gefüllt mit mehr Wild. Huhn gefüllt mit Fröschen. Ja, und das ist gar nichts im Vergleich zu Fröschen gefüllt mit Huhn. Oder Ziege gefüllt mit... mit Schwein? Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel. Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Ich muss jetzt gehen. Darf ich mitkommen? Nur ein Stückchen. Ich will keinen Klatsch. Unbedingt in ein paar Tagen erneut ausführen. Okay. Okidoki. Spüre Stinke auf. Yes, yes. This was the intention. Someone who clicks fast, yes. Don't have this prediction. Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Stinker? Du meinst Hinek, den Sohn des Gabers? Möglich. Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Gewöhnlich hält er sich nicht hier auf. Versuch's bei ihm zu Hause. Doch sei gewarnt, der alte Gerber ist keiner von der umgänglichen Sorte. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm.
Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. GG. Ups. Missklick. Almost. Time it out. Ein Charlie-Bot. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du es schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Weshalb ist er so in Verruf? One to 5000? Wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Oh mein Gott. Dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute. Und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaube, sie heißt Adela. Adela, okay. Gutuno. Badehaus. Suchst du jemanden? Was ist hier los? Was zum... Grüße. Was benötigst du? Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Hey, wer ist da? Himmel, nein. Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen. Chua Niknok, willkommen. Aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also, I'm not doing 1,000 or 5,000 Er hörte nicht auf Gäste Number. Keine Lust auf. Except ja, I have 100 viewers. Also, seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Er geht gelegentlich in den Wald? Da ist doch was faul. Was meinst du? Dagegen gibt es doch kein Gesetz, oder? Mit all diesen Strauchdieben, Kumanen und weiß Gott welchem Abschaum in der Gegend ist das nichts, was ein redlicher Mann tun würde. Aber Hinek hat auf keinen Fall etwas mit diesen Leuten am Hut. Ach wirklich? Was treibt er dann dort? Ich gehe nicht davon aus, dass er Pilze sammelt. Pilze? Nein. Er Hasen und anderes Wild. Also ist Hinek ein Wilderer? Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, wohin genau er geht? Womöglich hat er dir von einem seiner Lieblingsplätze erzählt.
Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt. I mean, if you raffle a tube, then you can go with 1 to 5,000, but for normal winds, it's way too much. It's way too much. If you have an expensive price, maybe then it's right, but for crates and coin buffs and skin packs, it's way too much, in my opinion. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lubosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat, sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein, ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Yeah, that's really crazy. For 10 T-Fuel, 1 to 5,000. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Westliche Ecke, okay. In der Stinkersvorrat. Ist das wahr? Was? Dass andere Dirne nicht mal für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermärkte sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt hat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Grießkram und Werber ist. Couldn't resist. You are gambling addicted, Erik. Aha, aha. Mir ist zu Ohren gekommen, sie mögen ihn nicht, weil er sich mit Schurken umgibt. Wohl wahr. Aber sie mochten ihn davor schon nicht. Oder mich. Diese engstirnigen Hornochsen. Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Tinek anders. Aber so ist es eben. Okay. Mach's gut. So, noch reden. Glück und Gesundheit. Turbo BG, willkommen. Heyo. Möge Gott über dich wachen. We can take a bath. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich möchte etwas bestellen. Und was darf's sein? Candy S, welcome. Hello. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Das 30 Groschen. Und wie viel würdest du zahlen? 27. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Du wirst es nicht bereuen. Das verspreche ich dir. Mach's gut. I'm not so gambling addicted. I played yesterday on PokerStars and lost $1.
Wake up. Ashi Bilev, welcome, thanks for follow. That's 285. Wait, let me close this prediction. It's IS. Then we start a new one with 287. Open. Finde Stinkers Vorrat, sprich mit Stinkers Vater. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Und redet wirklich keiner mit ihm? Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm ab. Eine Metze? Arbeitet als Zubermädchen im Badehaus. Ist $30 is not much for Vegas, I think. I think you can easy lost $3,000 in Vegas. $30 is okay-ish for an evening. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Enik lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Dein Sohn ist dabei, seinen Karren tief in die Scheiße zu fahren. Ich möchte ihn warnen. Nichts Neues. Er steckt ständig bis zu den Ohren in der Scheiße. Dieses Mal wird er einen Kopf kürzer gemacht. Er hat sich mit gefährlichen Leuten eingelassen. Ich muss ihn finden. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin... Yes, I think this guy is... Enik verdient mit der Wilderei was nebenher. Hefenos Money. Er hat mal vorgeprallt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber.
Wusste nur, wann er von dort gekommen ist. Mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Fälle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. It's sad, when you see on the one end of the world, children are hungry and on the other end of the world, the guys playing with $5,000 and they don't care about the money. It's sad. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinik hat mir nie was gesagt. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas? Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze ja, was weiß ich schon. Was denn? Noch etwas? Kommt der schon wieder zu mir? Ist das hier Honig? What's that? Thank you.
Führe Stinker, finde Stinkers Vorrat. A, B und C. A, 4, echt? Ach so, in dem Bereich. Tenty Fuel, let's go, let's go. Gott sei mit dir. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich hab nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Mir ist scheißegal, welche Geschäfte ihr beide getätigt habt. Ich werde keinem davon erzählen. Ich will nur wissen, wo sich Stinker aufhält. Was haben unsere Geschäfte damit zu tun, wohin er verschwunden ist? Mehr als du denkst. Wahrscheinlich hält sich Stinker in seinem Wilderer-Versteck auf. Und glaub mir, es war ein leichtes herauszufinden, wer Wild von ihm kaufte. Und es wäre sogar noch leichter, das zu melden. Wildern ist ein Verbrechen. Na gut, na gut. Aber versprich mir, dass du keiner Menschenseele von unserem Handel erzählst. Du hast mein Wort. Gut. Also, was willst du wissen? Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen. Und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Ah, okay. Tuchland. GG. There you are. Tentifil. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken. Bricht dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Wie viel Wild hat ihr dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Mach's gut. Thank you.
Der andere Weg, okay? Ja. Beim Lager rechts rum, okay. Nein, doch. Oh. Du Clans, thanks for the 10 T-Fuel. Thank you very much. Es kann nur einen geben. Der kann only be one. Okay. Was soll hier ein Minenschacht sein? Okay, hier ist er nicht. Grünpilz. Nehmen wir mit. Okay, next. Den Weg hier folgen und dann da lang.
da über den Fluss rüber. Wir da rüber kommen, der ist ganz schön breit. Wasser ist bestimmt doch tief und das Pferd kann nicht schwimmen. I bet it's the same place, but ages ago. Angelplatz. See? Discovered fishing place. It's your fishing place. I bet your grandfather was fishing here. Who knows? Einfach gerade. Maybe the horse is too loud. We go on foot. Your grandfather was wood. Resultate Kautare Resultate de Web Nürnberg. I don't know what this means. There. I pull my bloody sword. Also hier ist er auch nicht. All I know about Romanians is they have better internet than we.
Hier in Germany. But on the other hand, I have fiber here. Fiber to the home. And it's better than the most Germans have. I live in the North Germany. I drive under 30 minutes to reach the Ostsee or whatever it called in English. And Nuremberg is deep in the south of Germany. I think 700 kilometers from here, maybe. Da oben können wir hier erstmal Schnellreise machen. Percent. How you can be so exact? Loading, loading. I bet one word is Oktoberfest. Everyone knows the word Oktoberfest. Gerade hin oder hier den Weg hoch. Ach, einfach quer rüber da. I think I don't a single word in Romanian.
I know a few words Russian. Like Dobry Dzień and Spasiba, Pozhoytsya. Druzhba. English, I only know from the internet. I never had, never is wrong. I had 1 hour English in school. 1 hour, not 1 year, 1 hour. English, I only know from the internet. Watching videos. Noch weiter rechts. No. Oh, damn. You can enter this. This cave. No. What? Don't fall in. Let me try something. Stufe, was haben wir denn hier? MSH, so stammt's aus jemaligen Verhältnissen, bla. Nachtschwärmer, Verschlucht nach der Kerker, Bürger. Akrobat, Gelehrter, Schwert. Schlagen, zustechen, das klingt auch gut. Das machen wir. Immer noch. Lesen. Kunstliebhaber, Komfort. Nehmen wir das. Okay. Okay. Aus der Ritterschnaps.
Saved. Okay. Now we can jump in. We cannot fall into the cave. Aua. Damn. Großer Gott. Was soll ich bloß tun? Nicht, dass ich von dir irgendeinen guten Ratschlag erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist! Bitte töte mich nicht, ich kann was erklären. Ich werde niemandem etwas verraten, ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht umbringen. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer bist du dann? Ich komme im Namen von Herrn Ratzig Kubilla und Herrn Hanusch von Leipa. Ich untersuche den Überfall auf das Gestüt bei Neuhof. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wenn du auch nur eine Aussicht darauf haben willst, dem Galgen zu entrinnen, schenk rein Wein ein, ja? Himmel, Herrgott, das hat wohl nie ein Ende. Na? Also gut. Euer Überfall auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichts Halsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichts Halsabschneidern? Waren zwei Banden dort, meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort. Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen Riesenanschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Deine Bande, was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren vier an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Ein Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Hey, wake up! Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Sapok, Pius. Willkommen, thanks for following. Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt. Ab und an mal ein Überfall auf der Straße. GG, Erik. Sehr, you're great. Ich glaube ja, ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt. Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Kanntest du einen von Wichts Leuten? Nein, haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie. Aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad. In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob's da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er in den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich hab ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war's nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt, haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben und wir sollten dafür büßen. Gangster, willkommen. Zingeln und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. And welcome back, Hochland. Hey, hier drüben. Sie ist auf dem Hügel. Hier, wir haben die Höhle gefunden. Haltet die Fresse, sonst hört ihr euch noch. Scheiße. Das sind Wichts, Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Mist. Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir es sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Ich hau ab, bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Oh, großer Gott. Also gut, vermutlich hast du recht. Was ist das?
du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Hast du genug? Aua! Oh, ich bin viel zu... Das ist nicht gut. Oh no! I'm dead! I'm so dead! Wer ist da? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Das nennst du kämpfen? Hast du nicht drauf? Damn. I need a shield. Yep, right. Damn. I need a shield. You are so right. Damn. Next try. Was ist das? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Trau dich doch! Du bist tot! Soll das etwa alles sein? Schon wieder. Damn. Next time. Jetzt kommen alle wieder auf mich. Das ist scheiße, Alene. Ja. Du wirst leiden. Hau dich doch. Game over. Mehr hast du nicht drauf? Komm her, du Weichei. It's too much. It's too much when two or three people hitting you. It's too much.
Was sagt was man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Was ist los? Komm schon! Komm her, du Weichei! Du bist tot! Tja. Why I have? I have still the torch in the end. That's bad. Wer ist da? Was ist das? Was sagt man da? Das Schwein Lebensmüde, kommt freiwillig zur Schlachtbank. Mehr hast du nicht drauf? Du wirst leiden. Was ist das denn schon wieder? Unbelievable. Hier ist ein Schild. It's nice. Totally unbelievable. Maybe we not should fight. Let's run. Yeah. Down the torch. Okay. He's dead. I cannot help him. No, I cannot use the fire. And my skills not enough to fight against three people, one with shield. So, that's a better option. Otherwise, you see me dying the 10th time. Dummes Pferd, spring da jetzt rüber. Na.
Okay. Luca? Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Mein Gott, also ist das wahr? Dieser Dummkopf ist wieder mal in was reingeraten. Na schön, aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Gib Ruhe, Wuffi. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Colbins Farm, in der Nähe von Merhoyet. Oh nee, ne? Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. What we do? I have the feeling that I die. I give the false wrong answer. Let me drink and think about. Ich fürchte, ich weiß nichts über ihn. Das ist schade. Jammer schade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Er soll sich in Rattai verstecken. Ach ja? Wo in Rattai? Beim Fleischer. Sie sind verwandt. Verzeih, wenn ich das nicht für bare Münze nehme. Radan bleibt hier und wird Pines, ein Auge auf dich haben. Willkommen. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast.
Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Kommt, Jungs! Du bleibst hier. Hast du ein Pferd? Hahaha. Tja, so scheiße aber auch, du kannst nicht mitkommen. Er reibt mal nach Hatay. Machen in der Zeit noch einen Giveaway. Coins. Yes, you are right. It's running 89 minutes. Close prediction and there was three. Und Start Skript. So. Finesse GG. Coins. Sehr. Es ist verboten, hier in der Nacht ohne Licht. Kann ich mit denen von denen reden? Dammit. Darf man hier reingehen? Ich bin ja schon wieder weg. Da ist so ein privater Bereich. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja. Die einzige Lektüre ist die Bibel. Und Harnisch lässt bis auf den Pfarrer keinen meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung, sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rataya Bäder begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze.
Weshalb die Bäder? Tja, ein heißes Bad ist heilsam. Das stimmt. Deswegen kannst du hier jederzeit ein Bad nehmen. Hast du jemals Clara gesehen, die Zuberdirne? Eine Schönheit. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich meinen, ich wäre verliebt. Wie viel Zeit möchtest du dort verbringen? Weiß ich noch nicht, aber zumindest ein paar Tage. Tagsüber Bäder und Schlammpackungen und am Abend das Vergnügen. Was sagst du? Kommst du mit? Aber deine Verletzungen, Herr. Ich werde nicht lügen, es tut höllisch weh. Aber lieber hinke ich am Gehstock unter Schmerzen schreiend, als einen weiteren Augenblick den langweiligsten Passagen des Evangeliums zu lauschen. Warum nicht? Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Gott sei mit dir. Geht er wieder pennen? Okay. Wo geht's hier hin? Mal abchecken. Ein privater Bereich, okay. Hier ist einfach Ende. Na toll. Denn hier noch irgendjemand? Gleich hier durch. Num. A good fight, yes. It was not a good fight. I had to flee. The enemies were so strong. Killed a few times. It was the only possible option to run away. Wo ist denn hier der Metzger? Geradezu. Die muss ich ja irgendwie wenigstens warnen, ne?
Guten Tag, wie kann ich helfen? Mach's gut. Der hat noch nicht auf. Den warten wir noch eine Stunde. Möge Gott über dich wachen. Janairus, willkommen. Hello. Ach, dich suche ich doch. Nee, bist du gar nicht. Hey, wake up. Janairus, thanks for the follow. And welcome. That's yes on the predictions. It's a yes. Wo sind die alle? Hier stehen noch so viele Pferde noch.
Ja, Playing Kingdom, komm, Deliverance. Trying to get as much missions complete as possible. Komm her, du Bastard. Misserfolg. Drei Stück. Drei Stück. OMG. Und bei einem könnte man, ne? Wohin könnte... Aua! So. Die scheinen ja nicht so doll zu sein. Wo sind die anderen? Ach da. So, wo ist der andere? They had not a shield. So, I had a chance. Go. Yep. I should buy a shield. Keep left. You are right. I think the next thing I buy is a shield. Huh? Ja, yeah, willkommen.
Sorry, my English is not the best, because I'm German. But you have questions I'm glad to ask, to answer. Welcome. And when you stay in the stream, you have the chance to win something in a guess the number game. IPTV, welcome. The code is shown in the bottom left of the stream now. Hey Timmy, wir müssen reden. Wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja? Aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. GG. And because it's your first win on my channel, you get a badge too. Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal! Sie haben Heinz in Uschütze gekreuzigt! Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße! Scheiße! Was mache ich bloß? Scheiße! Scheiße! Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße! Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher... Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst mit einer riesen Buche. Oder war's eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist. Hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja... Da hat sie wohl recht.
Okay. Ja gut. Hey, was geht? Sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. I can give him the Charlie badge. Natürlich, Herr. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Möge Gott über dich wachen. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Ich begab mich nach Uschütze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und Zeugen loszuwerden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz' Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die... GG. Hier, your coin buff. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sacre. Sonst noch etwas? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Möge Gott über dich wachen. So. Jetzt müssen wir aber erstmal zurück. Mir noch was vor. Marco, no, I cannot give you G-Fuel tube.
Hyah, Fury, Hyah! Na, zu weit geritten. Other guys come in channel and ask for coins. He comes in channel and ask for a defuel tube. I'm sure in some channels he gets a tube, but not here. Nope. Code for incent. Herr Capon? Ach, wenn es dunkel ist. Okay. We can give away another 500 coins. Hast du bezahlt? Nein? Dann hau ab. Hey, du da. Willst du hier Tag und Nacht wie ein ausgestopfter Uhu rumglotzen? Wenn du dir kein Bad leisten kannst, dann verzieh dich. Ist etwas passiert? Was starrst du so? Was ist das? Herr? Herr, ich bin's, Heinrich. Und wieder, wenn's dunkel ist. Mäh! Roxy Zoo, willkommen! Dann warten wir noch eine Stunde. Hey, oh, Mr. Pintel. Da bin ich, Herr. Einen Moment noch. Warte. Ist etwas passiert? Was zum... Was denn? Komm schon. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Lebe wohl. Wie kann ich dienen, Herr? Du musst mir einen Gefallen tun, Heinrich. Gewiss, Herr. Gut. Sidonia ist eine teuflische Würflerin. Sie hat so oft gewonnen, bis ich nackt war. Und ich konnte ihr kein einziges Stück Stoff entreißen. Hm.
Es lief also nicht wie geplant? Nicht wirklich. Vielleicht kannst du es besser. Also gut, du musst Sidonia im Würfeln besiegen. Ich will nicht der Einzige sein, der seinen Arsch zur Schau stellt. GG, Rick. Sicher doch, warum nicht? Rufe mit Sidonia, Zubadone. Wie wäre es, wenn wir würfeln? Bist du sicher? Was täte ich denn mit zwei nackten Männern? Ah, dann zeig mal, wie gut du bist. Gott behüte dich. Heilige Barbara, führe meine Hand. Was hast du? Gott, ich kann nicht hinsehen. Weitermachen bringt nichts. Schlechter Zug, aber ich bin stolz auf dich. Kein Glück heute. Sieh an, das war unerwartet. Aha. Mal sehen. Mit den vermaledeiten Würfeln. Vielleicht hättest du mehr Glück, wenn du auch die anderen Würfel nutzen würdest. Das war's. No. Vorbei. Sieh an! Endlich ernsthafte Konkurrenz!
weißt, ich ließ dich gewinnen, ja? When I 2 and 3, it's nothing, okay? No. Fertig. 100 points. Vielleicht hättest du mehr Glück, wenn du auch die anderen Würfel nutzen würdest. Three, six. Sieh an, das war unerwartet. Hätte es einfach lassen sollen. Tuch hier entlöscht. Yeah, I won. Ich könnte auch ein Bart vertragen. Sansi, blanke und hüpf rein. Zu dir, Herr? Das scheint mir nicht richtig. Keine Bange, dein haariger Arsch interessiert mich nicht. Wir reden im Zuber oder gar nicht. Hm. Oh, also gut. Schon besser. Leg die Kleider in die Truhe. Rutsch rüber. Ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Na gut, einen kleinen Moment. Ich rolle ihn für dich ein. Also, nimm's nicht persönlich. Aber das war wirklich allerhöchste Zeit, Heinrich. Gab schon Kuhfladen, die weniger stanken. Du weißt wirklich, wie man es krachen lässt. Hier, trink! Nicht besonders gut, aber zur Not tut er es auch. Da sage ich nicht nein. Her damit! So ist recht. Prost! So, erholst du dich also von deinen Verletzungen? Wein und Dirnen? Natürlich! Denn sonst gibt es Neuigkeiten, Heinrich? Ein Kumane wurde bei der Mühle in Budin gefasst. Davon habe ich gehört. Hattest du etwas damit zu tun? Gewissermaßen. Ich brachte ihn zum Vogt in Ratai, der ihn vermutlich hängen ließ. Chikinto, hallo, willkommen. Allesamt. Was ist mit dir, Herr? Hast du dich von unseren abenteuerlichen Jagdeskapaden erholt? Mir geht es gut, Heinrich. Die Räder sind genau das Richtige.
und Sidonia hat heilende Hände. Clara, bring den Herren etwas Wein, bevor sie sauer werden. Sidonia, schon dabei. Weißt du was, Heinrich? Diese Pisse können wir nicht trinken. Also wirklich, was für eine Ausdrucksweise. Clara, Liebste, du musst doch zugeben, meine Teure, der Wein ist wirklich bescheiden. Oh, Angie, thanks for the wait. OMG, why the wait is not showing? Damson, der Sport. I think they are in the head. Just wait a few seconds. Oh, there. Hello, Hanji. Thanks for the wait. Thank you, thank you. We look. Why are the wait alert not enabled? It's active. Wir sind die Borg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Funktioniert. Meh. Test rate works. Safe. It's weird. Really weird. Wir sind die Borg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Test rate works, but real rates not work. Anyway, thanks for the raid. Welcome, raiders. We have a tube giveaway running. You see the code in the bottom left, 2 times per minute. And we can open another prediction. Let me look. Was stimmt denn nicht mit dem Wein? Lieber tränke ich das Badewasser. Geh und besorg einen edleren Tropfen. Aber wo? Ah, ich hab's. Im Keller des Rathauses gibt es vorzüglichen Wein, den Herr Hanusch für uns gekauft hat. Und du möchtest, dass ich hingehe und ihn hole? Ich wäre dir zu Dank verpflichtet. Ein dankbarer Adliger ist der beste Verbündete. Yes, Sir. Was für ein Wein ist es? Ein roter Silvaner. Es ist das letzte Fass auf der rechten Seite am Ende des Ratskellers. Besorg dir irgendwo einen Krug und nimm etwas davon mit. Ich wüsste gerne etwas über diesen Wein. Was denn? Dieser Wein wird nicht etwa hinter Schloss und Riegel gelagert. Aber das hält einen schlauen Burschen wie dich doch nicht auf, oder? Ich kann einfach hingehen und nehmen, was ich will? Ja. Nein, eigentlich nicht. Es wäre gut, wenn dich niemand sieht. Aha. Damn. Welcher Wein soll es sein? Der rote Silvaner. Das letzte Fass, ganz hinten rechts. Es ist leicht zu erkennen, weil es das einzige ist, das angezapft ist. Okay. Also gut, ich hole ihn. Guter Mann.
So. Ziehen wir uns noch ein paar Sachen an. Lange über die Hintertür ins Rathaus. Wo ist denn die Hintertür? Wieso schleichst du wie ein Strauchdieb im Dunkeln herum? Laut Gesetz muss jeder bei Nacht ein Licht tragen. Ja, habe ich doch schon. Hier. Was? Oh. Damn Song. Hey, wer ist da? Was willst du hier? Geh und spiel deine Spiele woanders. Okay. Was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Ich muss einmal durch. Pass doch auf, bist du taub? Hey du! Rühr dich nicht von der Stelle! Ergib dich! Du. Ich sagte, du sollst dich verziehen und das war todernst gemeint. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Typisch für mich. Also gut, nur so viel. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden. Alles liegt an Sigismund und Wenzel. Das ist hohe Politik, verstehst du? Aber kein Wort zu irgendwem. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Heilige Maria! Heilige Maria! Ist das hier der Keller? Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verpisst, gibt's Ärger. Das hast du hier zu schaffen. Wie komme ich hier in den Keller? Damn. Muss doch einen Weg geben.
hier irgendwie? Sieht aber nicht so aus. Nee. Was? Nein, sowas. Da geht's dann wieder raus. Müssen wir probieren. Das ist der Laden. Das ist nicht gut. Nee. Komme ich hier in den Weinkeller? Ach hier. Okay. Du, was hast du hier verloren? Herr Capon befahl mir, Wein für ihn zu holen. Herr Capon, hä? Sehr glaubwürdig. Du scheinst Herrn Capon nicht zu kennen. Glaubst du, er würde inmitten seines heiteren Treibens selbst Wein holen gehen? Nein, das klingt wahrlich. Bill Chief, willkommen, thanks for follow. Will den roten Silvaner? Genau den. Hör mal, lass zumindest etwas für Herrn Hanusch übrig, ja? Ich versuch's. So. Da haben wir einen Krug. Das haben wir auch. You got this game on Epic Games for free. I think. Me too. And I like this game, also for free it's cool.
My playtime is about 40 hours. So I like it. It's okay. Beautiful graphics. It's not exact my genre, but it was free and I was surprised how good it is. Great. Ah, there. Okay. Hey, what's up? I have the wine. Wegen des Weins, den ich holen sollte. Und? Hast du ihn? Natürlich. Du bist wirklich in den Ratskeller eingebrochen? Gewiss doch. Ich hoffe, der Wein ist wirklich all den Ärger wert. Ich glaub's nicht. Du hast das wirklich durchgezogen? Du bist verrückt. Ach was, ich hatte deinen Schlüssel. Meinen Schlüssel? Du listiger Schalk. Du bist gerissener, als ich dachte. Den Schlüssel kannst du behalten. Ich lasse sie sowieso immer rein. Mal sehen, ob der Wein so gut ist, wie du sagst. Worauf wartest du? Auf den Segen des Pfarrers? Na, mach schon, runter damit. Ah, das nenne ich Wein. Roter Silvaner. Nicht zum Vergleich zu der Plörre, die sie in dieser sonst so herrlichen Einrichtung ausschenken. Das erkennt man gleich beim ersten Schluck, nicht wahr? Ja, Herr. Roter Silvaner halt. Der Geschmack ist unverkennbar. Prost! Party! Yes! Ach, das reicht, Herr Hans. Ich bin nicht wie die anderen. Ich weiß, Clara. Du bist anders. Du verdienst mehr. Du verdienst Blumen. Was? Sag mir, welche Blumen magst du denn so? Blumen, also... Eigentlich alle möglichen. Löwenzahn, Salbei, Knöterich und Mohnblumen. Ja, Mohnblumen mag ich besonders gern. Heinrich, hast du gehört? Was? Das Fräulein verlangt Löwenzahn, Salbei und Kohlrüben? Nein, scheiße.
Nein, nein, Knöterich und Mohnblumen. Was? Soll ich jetzt etwa Blumen pflücken gehen? Ich weiß, ich schicke dich abermals los. Aber wenn du es machst, kriegst du 1650 Groschen. So viel? Na gut, ich mach es. Welche Blumen wollte sie noch gleich? Salbei, was anderes und Rosen. Was wäre ein Strauß ohne Rosen? Im Garten der oberen Burg sind welche. Ja toll, das regnet jetzt noch. Ah, Pferd, gut, dass du hier bist. Oberen Burg. Garten der oberen Burg. Puh. Don't drink and ride. Wetten, der Garten ist hier draußen außerhalb.
Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ich schaffe Blumen. Wir pflücken hier ein paar Mohnblumen. Let's look. Not so good. Hm.
And damn. Ah, okay. Was willst du denn hier? Ich hätte gern etwas Privatsphäre, wenn du erlaubst. Ich will zu meinem Mädel. Tja, wie du siehst, bin ich nicht dein oder jemand anderes Mädel. Also verpiss dich. Was hast du mit meiner Clara vor, du Hund? Aber hier, hör auf, er badet hier nur. Baden, ja klar. Hier, wo alle Weiber außer dir Huren sind. Archie! Oder hurst du jetzt auch um? Es reicht jetzt, Archibald. Archibald? Halt du dein Maul, wir sind noch nicht fertig. Ich schwöre dir, dieser Herr hat mich nicht angefasst. Ja, das ist durchaus wahr. Nun, also größtenteils. Nein, nichts ist passiert, gar nichts. Darüber reden wir später. Erstmal kümmere ich mich um diesen Bastard. Oh, das will ich sehen, Archibald. Archibald! Um Gottes Willen, hört auf, alle beide! Ach du Scheiße! Hey! Was zur Hölle machst du da? Nein! Schlagt diesen Scheiß! Was ist dein scheiß Problem? Willst du einen Adligen ertränken? Oh, Scheiße. Mist. Herr, ich wusste nicht. Geh mir aus den Augen. Na los, bevor mir wieder einfällt, dass ich dich hängen lassen könnte. Verzeihung, werter Herr. Es tut mir leid. Tut mir leid. Archie, warte! Oh. Archibald hätte mich fast ersoffen. Das war das unerholsamste Bad, das ich jemals hatte. Mist, ich fühle mich, als hätte ich die Ostsee ausgesoffen. Der Alkohol bringt dir nochmal den Tod. Richtig. Haben wir noch Wein? Bist du völlig wahnsinnig? Du willst weiter trinken? Natürlich! Erzähl mir nicht, du möchtest nach all dem nicht auch einen Schluck. What's going on?
Heinrich kommt uns besuchen. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Was wirst du mit ihm machen, Herr? Mit Archibald? Weiß nicht. Was meinst du, soll ich mit ihm tun? Er war betrunken und krank vor Eifersucht. Gewiss tut es ihm leid, wenn er nüchtern ist. Er wollte einen Adligen töten. Das kann ich nicht dulden. Er wusste nicht, wer du bist. Wenn du ihn laufen lässt, zeigst du, dass du der bessere Mann bist. Du hast wohl recht. Scheiß auf ihn. Aber wir hatten eine Menge Spaß, was? Auf bald. Okay. Nom 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 nom. Okay, I changed the code for the last time today. In a second. Now, code was 4. Close. It's there. Oh. Let's change it in the script. Okay. Done. And where is it? Open. And another prediction for all people who are here. Ich sollte doch deinen Schatz holen gehen. Und, hast du ihn? Er gehört Beran. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Die Schulden sind also nicht getilgt. Aber was anderes habe ich nicht zu bieten. Ich könnte einen Happen vertragen. Let's eat something. Nom nom nom.
Nobody wants a crate. It's easy, just guessing a number. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? So frei sein darf. Wenn ich so frei sein darf. Hier. Heinrich, mein Junge. Welche reizende Geste. Hab vielen Dank. Sie sind wunderschön. Alles Gute. Quest begonnen. Rattaya-Turnier. Das werde ich nicht schaffen. Ich habe da noch andere Dinge zu tun. Erstmal pennen. Mein Pferd kann hier nicht hin. Was? J-Ben, welcome. Guess the number is open. If you want a crate. Ich brauche noch ein Schild. Forgot to buy me a shield. Was willst du hier? Bist du allein? Ich werde dich finden, du elender Hund. Hey, wow. Alex, willkommen.
Verdammt! Jetzt rennst du weg. Der kann only be one. Okay, that's a yes. 289. We do another one. Will be hit. 190. Yes or no? Okay, Shield. Nobody wants the crate. Glück und Gesundheit. Mach's gut. Es war noch nicht alles. Ich will mehr Sachen repariert haben. Reparatur. Oh shit. Das ist wieder heil, okay. Der hat noch nicht auf. Jetzt ist offen.
Ja, super. Gott sei mit dir. So, jetzt brauchen wir noch ein Schild. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? War hier 98 Verteidigung, 150. Da fälschen wir. Was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. In Ordnung. Yay! Karotten, ein Genuss für euch und die Familie. Zwiebeln, scharf wie ein Schwert. Und gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Hä? Ich hab doch Kleider. So. Okay.
Okay, okay. Nobody wants to quit, then I can stop. Score, thanks for being here. Sleep well, brother. Yes, I have to work tomorrow too. But I can sleep until 10 a.m. Sleep well, sleep well. Hard. And I go 0 hour in the bed, then I have 10 hours sleep, so it's okay.
diese verfallene Hütte hier? Maybe not. Okay, wir folgen dem Weg.
habe ich mich erschrocken. Ein interessanter Ort. Was gibt denn hier Schönes? Kein Eingang. Gewöhnlicher Schild. Ich bin schon über die Kreuzung hinaus. Chat. Oh, shit. That's not so great. Try refreshing. Sometimes that helps. When I have buffering issues. I refresh 2 or 3 times, then it goes away.
Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Hey, wake up. Cassie, willkommen und thanks for follow. That's a yes. In the predictions. 290. I draw the giveaway in the next 10 minutes. And this game is Kingdom Come Deliverance. It was free a few weeks ago in Epic Store. So it cost, I think, 29 euro. I think for free it's a really good game.
But I'm not sure if I had paid for it. I got it for free. And for free it's okay, it's cool, nice. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Gelände offen, aber das ist der schnellste Weg hinein. Okay. Reicht dich in das Lager der Banditen ein. It's not so easy. Of course, when you can't see anything. No way in. Ein guter Platz für einen großen Kampf, aber kaum Deckung. Let's hide to not get killed. Too much enemies.
way too much. Let me look where we can. Go. We go to Thalberg. Ein Pilger. Du siehst nicht aus wie ein Pilger, du hast was in der Hand. Du willst mich doch abstechen. Hey, du Bastard! Was schleichst du hier rum? Ah! Na dann komm doch! Wann? Go. Food. I need food. Oh no. Okay. Now I have food. Get some sleep to save. Okay. Then we can go with the giveaway, close prediction, we have, no, close prediction, we have, no, and code was 2, close prediction, code 2. Good luck, everyone. Congrats. Game saved. Okay. Stream is ending for today. Thanks for watching. Thanks for the follow. Thanks for all donation. Please stay until we raid someone.